Von Avision gibt es ja Scanner in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Ich habe jetzt hier den AN335W. Das ist eine Scanner Station und die ist standalone fähig. Was meine ich damit? Naja, wenn ich die anderen Geräte von Avision habe, brauche ich mindestens einen PC oder ein Smartphone dazu, um einen Scan durchführen zu können. Das liegt daran, dass die Software, zum Beispiel der Button Manager, die Rechenleistung des PCs benutzt, um die Bearbeitung durchzuführen. Habe ich also meinen PC aus und habe kein Smartphone zur Hand, kann ich mit dem Gerät nicht scannen. Bei dem AN335W sieht das Ganze anders aus. Das Gerät ist standalone-fähig und welche Vorteile das bringt, zeige ich nach dem Intro. Auf dem Gerät läuft ein Android-Betriebssystem und es startet sich die App von Avision. Also von dem Android-Betriebssystem kann ich nicht wirklich viel sehen, aber ich bekomme halt die Benutzeroberfläche auf dem Touchscreen. Die einfachste Möglichkeit, das Ganze zu nutzen, ist ein USB-Speichermedium zu benutzen. Das kann ich hinten in die USB-3-Ports einstecken und dann wieder abstecken und an den Computer tragen. Jetzt habe ich einfach gesagt, aber das stimmt im Prinzip gar nicht, es geht nämlich noch einfacher. Man kann nämlich auf FTP und SMB Laufwerke scannen. Also es geht noch viel mehr, aber das ist jetzt erstmal der Punkt, der mich für dieses Video interessiert. Wenn ich nämlich auf ein Netzwerklaufwerk scanne, heißt das, ich kann das schon mal im Netzwerk ablegen. Alle Geräte können darauf zugreifen, es muss aber währenddessen überhaupt kein PC oder Smartphone laufen. Wenn du dich jetzt fragst, ja, wo kriege ich denn jetzt ein SMB oder FTP-Laufwerk her? Vielleicht hast du sogar schon eins in Form deines Routers. Fritzboxen unterstützen das in der Regel und auch die meisten anderen Router, die einen USB-Port haben. Dort kann man dann einen USB-Stick reinstecken und das Ganze wird dann freigegeben als SMB bzw. FTP-Laufwerk und ich kann von außen darauf zugreifen, also von außen im Heimnetzwerk, innerhalb des Heimnetzwerks kann ich darauf zugreifen, nicht aus dem Internet. Und kann darauf zum Beispiel scannen und gleichzeitig von einem anderen Computer darauf zugreifen. Wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut, schauen wir uns mal auf der Fritzbox an. Bei mir hat FTP am besten funktioniert, deshalb nutze ich jetzt diese Funktionalität. Das Ganze heißt bei der Fritzbox FritzNAS. Wer dieses Feature kennt, der weiß jetzt vielleicht auch schon, um was es geht. Unter Heimnetz kann ich dann eben die USB-Funktionalität aktivieren. Hier ist eben wichtig, dass FTP auf Port 21 freigegeben ist. Kann auch ein anderer Port sein, aber FTP muss in jedem Fall aktiviert sein. Jetzt brauche ich noch einen Nutzer, der Zugriffsrechte auf meinen FTP-Speicher hat. Meine Fritzbox hat integrierten Speicher, das ist schon mal sehr praktisch, aber man kann natürlich auch per USB noch zusätzlich eine Festplatte oder einen Stick anschließen. Ich habe auch einen Ordner schon angelegt, der nennt sich Scan und Überraschung, darauf kommen dann natürlich die ganzen Scans. Unter System und Benutzer kann ich nun jetzt einen Fritzbox-Benutzer anlegen, der eben Zugriff auf diesen Speicher hat. Und ich würde hier nicht alles freigeben pauschal, sondern wirklich nur diesen Nutzer auch auf den Ordner, auf den der am Ende scannen soll. Wie konfiguriere ich jetzt aber das Avision-Gerät? Ja, das könnte man theoretisch vor Ort auf dem Touchscreen machen. Und da das ja Android ist, kann ich hier auch Maus und Tastatur anschließen und das benutzen. Allerdings gibt es hier einige Dinge zu beachten. Zum einen ist das relativ altbacken, die ganze Konfiguration auf dem Gerät, und sehr unintuitiv. Zum anderen ist die Tastatur nach dem englischsprachigen QWERTY-Layout ausgelegt und man vertippt sich die ganze Zeit und wird fast wahnsinnig. Das habe ich nicht geschafft umzustellen. Deshalb wäre meine Empfehlung, das Webinterface zu benutzen. Das einfachste ist, das Gerät entweder per WLAN oder LAN mit dem Router zu verbinden. Die WLAN-Konfiguration muss man auf dem Touchscreen einmalig durchführen. Oder halt einfach ein Ethernet-Kabel anschließen, dann wird rechts oben im Bildschirm die IP-Adresse angezeigt. Diese IP-Adresse kann ich nun in meinen Browser eingeben und sehe dann das Webinterface des Gerätes vor mir. Hier kann ich mich anmelden mit dem Benutzernamen Admin und dem Passwort Admin. Richtig, das Passwort sollte man schnellstmöglich ändern, da sonst jeder aus dem gleichen Netzwerk Administrationsrechte auf dem Gerät hat. Hat man sich aber einmal eingeloggt, kann man das Ganze ziemlich übersichtlich konfigurieren. Ich bin etwas irritiert mit der ganzen Benennung der Menüpunkte hier.
Wichtig ist zum Beispiel einmal das Dateiprofil oder Verknüpfung. Das ist keine echte Verknüpfung, auch das ist im Prinzip nur ein Dateiprofil. Ich hätte mir gewünscht, dass man zum Beispiel Dateiprofile anlegt und bei den Verknüpfungen dann einfach auf diese verweisen kann. Ich habe dazu jedenfalls keine Funktionalität gefunden. Wenn man jetzt hier rumkonfiguriert, sollte man immer mit einem halben Auge auf den Scanner schielen, denn der schaltet sich gerne mal ab im Energiesparmodus und das Bearbeiten auf der Weboberfläche verlängert das Angeschaltetsein nicht, sondern der fährt einfach trotzdem in sein Standby. Also was ihr jetzt anlegt, ob eine Verknüpfung oder ein Dateiprofil, das ist euch überlassen. Legt man eine Verknüpfung an, hat man die gleich auf dem Startscreen. Deshalb habe ich beides gemacht, um einfach sicher zu gehen, dass der Zugriff funktioniert. Das Anlegen an sich funktioniert aber identisch. Wie gehe ich jetzt hier also vor? Als erstes muss ich einen Profilnamen festlegen und danach kann ich die Ziel-URL festlegen. In meinem Fall habe ich FTP als Protokoll. Und entsprechend sollte ich dann auch die IP-Adresse meiner Fritzbox oder den Hostnamen meiner Fritzbox hier angeben. Dahinter mit einem Slash kommt den Ordner, den ich angelegt habe. Wenn du dir jetzt unsicher bist, wie der Pfad richtig heißt, dann kannst du das im Windows Explorer einfach ausprobieren. Also FTP-Doppelpunkt und genau diesen restlichen String hier eingeben in die Adresszeile des Explorers. Und dann sollte eine Abfrage des Fritzbox-Benutzers kommen, den wir vorhin angelegt haben. Oben in der Adresszeile kann ich dann genau sehen, wie der String aufgebaut sein muss, den ich hier reinschreiben muss. Und das kann ich dann entsprechend hier übernehmen. In meinem Fall sieht es halt so aus, ich könnte jetzt auch Fritz.box statt der IP-Adresse nehmen. Anmeldename und Passwort haben wir ja vorhin festgelegt. Beim Dateiname kann man so ein Muster verwenden. Ich habe jetzt einfach das Beispiel von hier benutzt. Ansonsten kann man das natürlich beliebig abändern. Ich bin zudem ein großer Fan der Automatikfunktionalitäten. So kann zum Beispiel die Größe automatisch eingestellt werden und die Seite kann automatisch orientiert werden. Das funktioniert wahrscheinlich mit einer Schrifterkennung und daran kann der Scanner dann sehen, wie die Seite ausgerichtet werden muss. Was ich abschalte, ist die Vorschau, da ich sonst immer zweimal scannen muss. Damit ist die Konfiguration im Webmanager von Avision einmal abgeschlossen und auch die Fritzbox ist jetzt bereit, eben diese Scans zu empfangen. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist an den Scanner zu gehen, ein Blatt einzulegen und das Ganze einmal zu testen. Ich kann jetzt hier bei den Shortcuts bzw. Verknüpfungen das angelegte Profil auswählen und einfach einen Scan durchführen. Am Ende kann ich dann bei meinem Windows-PC nachschauen, ob das Ganze im Explorer angekommen ist und siehe da, das Ganze hat funktioniert. In meinem Fall konnte ich vom FTP-Laufwerk die Scans nicht direkt öffnen, ich musste die immer lokal kopieren und erstmal verschieben, sollte aber nicht stören, da man ja weiß, was man gescannt hat und das sowieso verschoben werden muss. Für mich ist jetzt diese FTP-Ablage sowieso erstmal nur eine Zwischenstation. Alternativ kann man das Ganze dann auch noch mit SMB versuchen, das sollte das mit dem Öffnen zumindest kein Problem sein. Jetzt bleibt mir nur noch Danke fürs Zuschauen zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals und zu Avision blende ich euch in der Outcard auch noch ein paar weitere Videos ein.